So, liebe Tennisnet-User, hier haben wir den letzten Vertreter der Surf-and-Volley-Fraktion, Linkshänder Jan Simmering, auch Davis-Cup-Captain der Holländer. Jan, zunächst einmal leider aus unserer Sicht Gratulation zum Sieg von Seisling gegen Jürgen Meltzer. Wollte von dir kurz wissen, wie hast du das heute gesehen und was sind eure Erwartungen oder was bedeutet das für den Davis-Cup im Herbst? Naja, für Davis Cup ist noch so viele Monate vorher, das weiß man nie, wie es geht, auch mit dem Meltzer nicht. Das weiß man überhaupt nicht mit ihm, wie es geht. Heute hat der Seisling gut gespielt. Und auf Sand auch. Normalerweise ist der Hartplätze sein bester Grund. Aber ja, heute war es sehr gut auf diese langsamen Plätze. Und ja, war für mich eigentlich überraschend, wie einfach es gegangen war. Okay, und jetzt geht's auf zu Robin Haase. Ist das der zweite Einzelspieler aus deiner Sicht jetzt einmal für den Herbst? Das weiß ich noch nicht, aber es ist einer von vielen. Und ja, ich spiele gegen Kenny de Scheppe, ein Französ. Ja. Ja, normalerweise muss das können. Aber ja. Vielen Dank. Ist gut, ja? Ja. Okay.